coming. You are coming. Sie kommen, er kommen. Ja, solange alle kommen, macht doch allen auch alles Spaß, oder nicht? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt hier mal mit Tarf eine Reise unternommen, alleine in das brennende Haus. Die anderen warten gerade hier vor dem Haus. Ich habe mal gesagt, ich mache das mal nur mit ihm jetzt, weil wir suchen ja gerade noch die Mitgift. Die haben wir am Ende der letzten Episode noch gesehen hier bei diesem brennenden Haus von dem Typen, der seine Frau hier verloren hat bei dem Überfall. Und wir haben, glaube ich, jetzt eine heiße Spur. Die Mitgift muss ja in der Nähe sein. Und ich vermute mal, die Mitgift ist hier drin, in diesem brennenden Haus. Hier hinten, das ist nämlich der Raum, der hinter dem Raum sich befindet, wo er rausgekommen ist gerade. Und ich vermute mal ganz stark, dann wird die Mitgift hier irgendwo drin sein. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Baldur's Gate reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Baldur's Gate 3 spielen. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal hier das Wasser hin und löschen mal tatsächlich. Dafür ist nämlich... Hä? Was war das? Warum hat er jetzt Blitzdamage gekriegt? Verstehe ich nicht so ganz. Was denn jetzt? Alter, was ist denn das? Was ist denn hier? Was ist denn hier jetzt? Warum? Wo kam das jetzt? War das jetzt eine Falle? Warum hat er denn jetzt... Hä? Wie kam das jetzt zustande, Mann? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. War da eine Falle, eine Barriere oder was war denn da jetzt? Oder hat da einer angegriffen, den ich nie gesehen habe? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja asozial. Na, Gott sei Dank bin ich nur mit ihm da hochgegangen, wer weiß. Hier, warte mal. Heil ihn mal bitte. Und zwar bitte mehrfach direkt. Ja, auch bitte gleich hier mit dem Zauber auch gleich nochmal. Alter Schwede, ey. Ich glaube, es hackt. Ganz merkwürdig. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal mit ihm mache. Wer hat denn hier die meisten Trefferpunkte? Die meisten Trefferpunkte hat Laesel. Okay, Laesel, du machst das jetzt mal. Alter Schwede, ich dachte jetzt gerade... Halt, warte mal, hast du Wasser dabei? Du hast kein Wasser dabei, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann teilen wir hier mal den Wassersteck mal auf, weil sie muss ja auch entsprechend... Sie muss das ja auch... Ach, ich weiß... Ich weiß, was das ist. Das sind die Stiefel des Frühlingsschritts. Kann das sein? Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine... War das nicht irgendwas mit nass werden und dann kriegt man einen Schlag oder so ähnlich? Irgendwelche Kleidungsstücke hat man doch da gehabt oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er gerade irgendwie, als er ins Wasser gegangen ist, hat er irgendwie diesen Damage gekriegt. Keine Ahnung warum. Ganz merkwürdig. Weißt du, da löschst du das Feuer und dann wirst du geblitzdingst, Alter. Was soll denn das hier? Ja, oh, aber sowas von. So, werfen hier. Wehe, das passiert jetzt wieder. So, da ist das Feuer gelöscht. So, jetzt geh mal da ran. Guck mal, da haben wir immerhin schon mal Geld gefunden. War hier nicht noch irgendwas? Warte mal, hier ist noch... hier... Das Gesetz der Drei. Ah, warte mal, da liegt irgendwas. Was ist das? Hammerhaft. Wo ist das? Hier. Hammerhaft 5 bis 15 Schaden. Schockwelle. Wenn der Träger springt, bewirkt er beim Landen 1 bis 4 Schallschaden. Schallfaden. Im Radius von... Okay, Beharrlichkeit. Scheitert einer deiner Angriffe, bewirkst du dennoch 3 Wuchtschaden. Okay. Hier haben wir erstmal Gold. Was ist das? Warnung an die Schwertküste. Leute der Schwertküste, seht euch um. Was seht ihr? Eine Ansammlung gottesfürchtiger Menschen, Elfen und Zwerge? Oder ein höllisches Zerrbild dieses göttlichen Deals? Ideals. Tieflinge, die ihr teuflische Herkunft offen zur Schau stellen, wandeln unter uns, als würden sie ihre Existenz und Treue nicht den Fürsten im Unterreich schulden. Diese von den Höllen berührten Wesen haben unsere Städte infiltriert, unsere Organisationen, selbst unsere Familien. Sie können noch so oft behaupten, sie seien gut. Würdet ihr dem Tiger Glauben schenken, der euch mit speicheltropfenden Zähnen anstarrt, während er sagt, er esse nichts als Gemüse?
Nein, wir können ihre wahre Natur sehen, klar und deutlich. Aber sie sind nicht das einzige Böse, das unsere Welt infiziert. Überall um uns herum sehe ich Drow, Duerga und andere Kreaturen aus dem Unterreich, die danach trachten, akzeptiert zu werden. Aber warum solltet ihr sie akzeptieren, wenn ihre Brüder unsere ländlichen Gegenden heimsuchen und unsere Kinder rauben? Natürlich sage ich nicht, man sollte sie verstoßen. Natürlich sage ich nicht, man sollte diese Delinquenten zurück in die Unterwelt schicken und die Tieflinge zurück in die Höllen treiben, aus denen sie hervorgekrochen sind. Aber hütet euch vor diesen Leuten, meine Freunde. Seid misstrauisch, wenn ihr sie seht und besonders, wenn ihr sie nicht seht. Meine Güte, das ist ja reiner Populismus hier. Unglaublich. Da ist ein Schlafsack und da ist eine Schriftrolle. Augenzeugenbericht. Was? Ein offizielles Dokument oder besser gesagt eine der viele eiligst angefertigten Kopien. Das die Nacht von El Turels Abstieg nach Avernus dokumentiert. Emyr, ich bin der amtierende Panzerhandschuh Emyr von der flammenden Faust. Wiederholt für den Saal, was ihr meinen Leuten berichtet habt. Ihr müsst doch helfen, solltet ihr nicht helfen? Zunächst muss ich wissen, was geschehen ist. Sie ist weg, die Stadt, das Licht, der Gefährte. Ich wurde in einem Glanz geboren, habe noch nie echte Dunkelheit gesehen. Reißt euch am Riemen, Hirte! Anfangs gab es keinerlei Geräusche. Der Himmel flackerte, dunkel, dann wieder hell. Dann veränderte der Gefährte sich, von Gold zu Schwarz. Mein Hof liegt fast einen halben Tagesritt von der Stadt entfernt und doch konnte ich die Leute schreien hören. Tausende, die in die Dunkelheit gestürzt wurden, während die Welt dem Chaos verfiel. Und dann? Mehr Lichter, alle dunkle Lichter. Ich weiß, es ergibt keinen Sinn. Sie kamen von Gefährten, grausame Strahlen, die in die Stadt stachen und sie zerrissen. Dann sind der Himmel, der Boden, die Gebäude, einfach alles eingestürzt, als hätte eine unsichtbare Hand sie erschlagen. Und die Stadt? Es gibt keine Stadt. El Turel ist fort. Wann ist das geschehen? Gestern. Ich floh durch die Dunkelheit, bis ich euch fand. Sperrt ihn ein. Ich habe nichts getan. Ihr müsst ihnen helfen. Er ist der Elfte, den wir seit dem Morgen aufgegriffen haben. Fertigt Kopien an. Bringt die Niederschrift zu dem Posten der flammenden Faust von hier bis zur Stiegstraße. Bis wir genau wissen, was hier vor sich geht, geht niemand von El Turgard nach Westen. Und sprecht mit niemandem außerhalb der Faust darüber. Wir müssen das unter Kontrolle behalten. Alles klar. Was war das? Schlafsack. Krass, was da abgeht. Reiseführer der Schwertküste. Eimer. Hier muss es doch irgendwo diese verdammte Mitgift geben. Das gibt's doch nicht. Vielleicht ist er doch im Heuhaufen drin. Pass mal auf. Der Heuhaufen war eh schon verdächtig. Von Anfang an war der verdächtig. Jetzt kann er aber hier nicht durch, ne? Ah doch, sie kann da durch. Okay. Ja gut, also da ist die Mitgift auch nicht in dem Raum. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Dann muss die irgendwie da... Kein Plan, die ist bestimmt im Heuraufen. Heuhaufen. Würfelt hier nochmal einer von euch? Nee, ne? Keiner von euch würfelt hier irgendwas. Nee. Okay, dann nicht. Na gut, was haben wir denn dann jetzt noch? Also wir können diese Myrina-Quest nicht abschließen, weil wir nicht wissen, was wir im Lager machen sollen, genau. Wir können die Quest hier mit der Mitgift nicht abschließen, wenn wir die Mitgift irgendwie nicht finden. Und wir können die Quest in der Höhle da nicht abschließen, weil die Höhle noch zu krass ist. Weil wir einfach auch partout... Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach ins Unterreich. Wir gehen jetzt einfach ins Unterreich und gucken mal, ob wir da vielleicht noch den ein oder anderen Gegner platt machen können. Vielleicht kriegen wir ja darüber dann noch ein bisschen XP. Geht mal alle hier hinten hin zu dem Wegpunkt und dann teleportieren wir uns da einfach mal hin. Solange wir killen da unten jetzt einfach Gegner, solange bis wir ein Level abkriegen. Hier genau, hier ist die Rune. Wir gehen zur Rune und teleportieren uns da runter. Wir müssen da sowieso hin, glaube ich. Dann können wir da jetzt auch mal hingehen. Also, das ist Unterreich Siluniten Außenposten. Ist das. Genau. Oh, da haben wir sogar XP gekriegt, Mensch. Siehst du? Alleine das Teleportieren hier hat schon Erfahrungspunkte eingebracht. Hier, mach mal da den Hebel. Ich glaube, der Hebel ist dafür verantwortlich hier, genau. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, was auf der anderen Seite eigentlich ist. Das Unterreich, meine lieben Freunde. Guckt euch das an. Sieht ja erstmal soweit recht friedlich aus hier unten. Naja, bis auf die Skelette und die Blutflecken. Das ist eigentlich auch geil. Also, das ist eigentlich maximal unlogisch.
Da liegen Skelette, so, das heißt, das Fleisch ist bei denen schon abgefallen irgendwie. Also beziehungsweise liegen da schon so lange, dass sie schon ausgetrocknet sind, dass nur noch die Knochen übrig sind. Aber trotzdem ist da noch frisches Blut unter dem Skelett. Das Blut hätte schon lange, bevor das Skelett überhaupt so exposed ist, hätte das Blut eigentlich schon längst weg sein müssen. Oder irgendwie schon so angetrocknet, dass man es vom Boden kaum noch unterscheiden kann, richtig. Aber egal, hier haben wir etwas Tagebuch der obersten Eingeweihten. Lesen wir das mal. Es kam mir immer eitel vor zu glauben, meine Taten seien eines persönlichen Berichts würdig. Aber wenn ich die Drow-Massen vor unserem Tor sehe, dann wird mir klar, dass meine Arroganz bereits einen viel höheren Preis hat. Ich sehe keinen Schaden darin, die Waagschale noch ein klein wenig mehr zu neigen. Nicht für mich, sondern für jene, die mir in die Dunkelheit gefolgt sind. Sie haben es verdient, dass man sich an sie erinnert. Eingeweihter Norn Remus, gefallen in den tiefen Tunneln, als wir uns vor den Drow zurückzogen. Eingeweihter, achso, jetzt hat sie den ganzen Namen aufgelistet, die ganzen Eingeweihten. Genau, wir haben den Tunnel hinter uns zum Einsturz gebracht, um uns bereit gemacht, das Tor zu öffnen. Vielleicht können wir uns durchkämpfen und falls nicht, lege ich eine Liste von Namen bei. Wie auch immer sie alle enden mögen, die Annalen sollen zeigen, dass der Grund stets derselbe war. Ein gewisser Oberst Eingeweihter Jarus wollte seinen Namen in den Geschichtsbüchern seiner Kirche verewigen. Er wollte einen Weg durch die Dunkelheit schlagen, ohne jedoch zu wissen, dass einige Orte nie dazu bestimmt waren, von Licht berührt zu werden. Er war ein Narr, okay. Also da hat einer seinen Kopf durchsetzen wollen, aus egoistischen Gründen. Ist ja ganz was Neues. So, warte, dann hier haben wir Pilze und sowas. Und hier sind Kristalle. Die kann man auch nehmen, guck mal. Was? Oh! Eine Felsspalte. Huch! Christ of Jesus? Ach, guck mal, Tav konnte sich da durchdrücken. Moment mal. Ah, wir sind einfach nur wieder reingekommen. Okay, na gut, das ist relativ sinnlos eigentlich. Aber interessant, das sind also Abkürzungen, wie es aussieht. Da hätte man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier der Minotaurus ist, den müssen wir übrigens noch plündern, glaube ich. Wenn jetzt hier der Minotaurus ist, dann hätte man sich da durchdrücken können und den von der anderen Seite angreifen können, tatsächlich. Also wenn man denn klein genug dafür ist, um da durchzupassen. Was ist denn jetzt eigentlich los? Warum sind sie jetzt eigentlich... Achso, ja, die müssen sich ja trennen, damit sie da alle durchgehen können, genau. War hier jetzt eigentlich noch was? Ein Gütesack? Verfaulter Pilz? Ne, das wollen wir nicht haben. Ah, ja, Werkzeug. Ja, das ist natürlich nice. Was haben wir denn hier noch so? Guck mal, hier leuchten immer so Kristalle. Virdinianischer Kristall. Was? Wow, was? Rezept freigegeben. Salze aus virdinianischem Kristall. Warte mal. Rezepte? Moment mal. Hey, ich habe doch H gedrückt. Scheinbar nicht. Genau. Rezepte. Wir können ja hier Sachen herstellen auch. Drachen-Ei-Pilz. Mal diese ganzen Extrakte mal herstellen. Dann wären wir, glaube ich, auch ein bisschen gewichtlos. Wenn wir denn schon welche... So viel ist noch gar nicht zusammengekommen. Müssen wir ein bisschen mehr Zutaten sammeln, dass wir da auch mal ein bisschen was machen können. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Was? Sporen? Oh, was ist denn das? Ein Schwert im Stein. König Artus. Ja, dann... Dann gehen wir doch da gleich mal hin, würde ich sagen. Komm. Was? Erdbeben. Ja, das frage ich mich auch. Weitergehen. Ignoriert es. Ist nur... Nein, was für eine zauberhafte Gesangsstimme du haben musst. Sagt mir, dass ich mir diese Stimme nicht einbilde. Den Geist angesichts der seltsamen Stimme zu... Ihr merkt es vielleicht, mein Sprachzentrum hat ein bisschen Probleme heute, Worte zu finden. Das Problem ist, ich habe Baldur's Gate auch nachts gesuchtet, bis 5 Uhr oder so, in meinem Privatspielstand. Und ja, wenn der Schlaf dahin ist, dann ist auch das Sprachzentrum nicht mehr so ganz funktionell. Die Stimme ignorieren. They are coming. You are coming. Sie kommen, er kommen. Ja, solange alle kommen, macht doch allen auch alles Spaß, oder nicht? Das ist doch schön, wenn alle kommen.
Schlimmer wäre es doch, wenn sie nicht kommen. Mein Gott, nochmal. Was ist da eigentlich zu meckern? Immer. Verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir hier tatsächlich so ein Schwert im Stein. Weißt du, wir sind hier im Unterreich, überall riesige Pilze und alles ist düster und dann höre ich komische Stimmen und dann gibt es hier auch noch ein Schwert im Stein. Unglaublich. Ich hätte beinahe Stein im Schwert gesagt. So, okay, wir interagieren mal damit. Offensichtlich kann man damit was anfangen. Jetzt kriege ich einen Stromschlag. Pass auf. Slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Sieht aber cool aus, das Schwert. Stärke, das Schwert mit beiden Händen packen und ziehen. Religion. Dies kommt mir heilig vor. Überlegen, welches Ritual angemessen sein könnte. Oi, warte mal, da machen wir mal gleich noch einen Bonus, einen göttlichen, damit wir das auch schaffen, diesen Wurf. Na, toll. Schlecht. Dann noch so ein schwacher Bonus. Können wir nochmal? Können wir nochmal? Können wir nochmal? Ich habe noch eine Inspiration. Komm, wir machen nochmal einen Wurf. Wehe. Oh. Nicht dein Ernst. Weißt du, sonst habe ich immer Glück. Sonst habe ich immer Glück bei sowas. Vielleicht sollen wir es nochmal mit einem anderen Charakter probieren. Ich glaube, das mit dir... Nee, das wird, glaube ich... Ohne Witz, ich glaube nicht, dass das was wird. Stärke ist auch nicht gerade meine Stärke, ne? Kann man das nochmal mit wem anders probieren, zufällig? Slender drow blade impales the stone before you. Keeping a silent vigil. Wir müssen es ja nicht unbedingt mit Tarf probieren. Guck mal hier, probieren wir das nochmal. Wir können den Wurf ja nochmal mit jemand anders machen, genau. So, und dann kriegt sie noch göttliche Fügung nochmal. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ha! Bam! Schattenherz, siehste. This blade was a warrior's sacrifice to Elistray. Blood can only be honored with blood. Wie sie guckt. Naja, ich weiß nicht so recht. Soll ich da wirklich dran rumfummeln? Etwas Blut auf den Stein tropfen lassen. Ja, dann. Naja, ach, man kann ja mal. The script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Bam! Schattenherz! Akolyt! Haben wir bekommen. Guck mal, da gibt es gleich Erfahrungspunkte. Ich sag ja, das war gut, hier runter zu gehen. Gegenstand erhalten. Falla Aluve. Falla Aluve heißt das wahrscheinlich. Aluve. Warte mal, war da noch in der Karaffe was drin? Nee. Nee, nee, nee. Okay, da, nice. Warte mal, das speichern wir mal gleich, würde ich sagen. Jetzt habe ich aber blöderweise die Inspiration von Tarf darauf verschwendet, das Schwert, rauszuziehen. Ja, das Schwert wäre auch größer gewesen als Tarf. Ja, das stimmt wohl. Immerhin haben wir schon mal was bekommen. Wir haben schon mal Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist schon mal alles nice. Warte mal, hier ist ein Pilz. Bitte. Whatever it was, oh mein Gott. Was immer es war, ich bin bereit. Okay. Alles klar. Da gräbt sich irgendwas durch. Könnte das vielleicht diese Stimme gewesen sein, die wir gehört haben? Oh, warte mal, hier läuft wer? Minotaurus! Warte mal, wie viel Damage-Punkte hat der? Warte mal, alle verstecken. Alle verstecken. Nein, nicht springen, verstecken. Und mal vorsichtig nach vorne. Können wir einen geheimen Angriff machen? Scheiße! War wohl nicht mehr so geheim jetzt. Aber warte mal, die anderen sind noch. Egal, die können ja alle nicht verdeckt angreifen. Warte mal, er kann mal hier gleich Schlamm legen. Fett. Hoffentlich rutscht der schon mal dann aus jetzt. Und du kannst mal gleich nach hinten gehen eigentlich. Warte. Die anderen können mal auch gleich was machen. Hier, er kann mal die Strahlen machen. 75% im Vorteil. Das war nicht schlecht. Es hat jetzt zwar das Fett entzündet, aber immerhin. So, Moment. Jetzt gleich die anderen auch noch. Wenn wir schon mal dabei sind, würde ich sagen, machen wir mit ihr hier auch gleich nochmal so einen Angriff. Definitiv auch gut gelaufen. Sehr schön. Und jetzt noch Laesel. So, Laesel muss auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorlaufen. Okay, sie ist aufgeflogen. Schade. Hätte so schön sein können.
Dann Zug beenden. Was denn jetzt? Oh. Da sind noch mehr. Wo kommen die her? Von welcher Seite? Ich kann es nicht erkennen, von wo kommen die? Ah, okay, von da auch. Oh! Ah, mach mal Glück. Oh. Was, der hat ihn gleich platt gemacht in einem Zug. Heiligsblechle. Jesus Christ. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Okay, warte, La Esel. Was ist das hier eigentlich? Schockwelle. Passives Merkmal, das gewechselt werden kann, wenn Träger springt. Ach so, ja, springen wollen wir jetzt aber nicht eigentlich. Moment mal bitte jetzt. Ganz langsam. Ich muss mich kondensieren jetzt. Doppelstab. Was macht denn hier den meisten Schaden? Das hier macht den meisten Schaden. Hau ihn auf den Po. Jawohl, führ ihn den Hammer hinten rein. Genüsslich. Und dann gleich nochmal angreifen. Genau denselben Angriff gleich nochmal machen. Das war so gut. Und das ist der Stufenaufstieg, meine lieben Freunde. Aber wir müssen jetzt eher mal aufpassen wegen dem hässlichen Hässlon da. Stell dich mal am besten gleich mal hier so in den Weg. So ein bisschen als Blockade. Genau. Und heilen musst du dich ja nicht mal. Krass. Der Magier muss sich auch nicht heilen. Warum kann der jetzt nicht zaubern? Sag jetzt nicht, die haben die ganzen Zauber jetzt schon aufgebraucht. Nicht dein Ernst. Oder er kann sich nicht bewegen gerade. Heiligsblechler, Alter, sind die kaputt. Okay, warte mal, kannst du noch? Nee, du kannst nicht. Okay, du musst dich erstmal selber heilen jetzt. Kannst du noch was nehmen irgendwie? Irgendwie einen Trank oder so? Nee, kannst du nicht. Okay, ist egal. So, der kommt jetzt hoffentlich nicht angesprungen hier gleich direkt. Hä, wo geht denn der lang? Können die da übers Eck rüber? Über die Seite? Warte mal, wir können doch Fernkampf machen jetzt. Moment. Der, geht das? Weg ist unterbrochen. Moment. Kann man da irgendwie hier vielleicht so an die Kante ran und dann mal schauen? Weg ist unterbrochen. Oh, der ist fast in Reichweite, Alter. Warte mal. So, dass wir nicht uns selber anzünden vielleicht. Oh, jawohl. Yes, hat geklappt. Nice. So muss das laufen. Warte mal. Jetzt kann er nämlich auch noch hier mitmachen, mitmischen. Blitzdings den doch einfach mal. Wenn das geht. Nicht genügend Bewegungsrate. Was? Du kannst nicht da ranlaufen, dass du den kriegst? Das gibt's doch nicht. Naja, gut. Na, dann bleib einfach mal da stehen. Jetzt scheiße, jetzt hätte man den natürlich gleich benutzen können, um Tarf aufzuheben. Ist egal. Los, komm hoch. Kann das sein, dass der hier langlaufen will, zufällig? Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass er da lang gehen will. Okay. Warum ist ein Tarf ist immer noch grau hinterlegt? Also, okay, jetzt. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, der wäre noch irgendwie kaputt jetzt. Warte mal, trink mal gleich noch hier einen Schnaps. Heilschnaps mal schnell reinziehen. Und dann geh mal so ein bisschen hier so zu den anderen direkt. Was ist denn hier eigentlich drin im Minotaurus? Amulett der Unwürdigen. Nebelschritt. Warte mal, gewährt Resistenz gegen Hiebschaden. Nehmen wir das mal alles mit, wa? So, wo willst du jetzt hin? Oh, da lang, okay. Oh, scheiße. Das ist aber jetzt ganz schlecht. Warte mal, oh, jetzt müssen wir richtig aufpassen, dass der jetzt nicht La Esel oder den Magier jetzt irgendwie runterkickt da. Wir müssen mal schauen, können wir uns irgendwie so positionieren vielleicht, dass wir nicht in Richtung Abgrund uns positionieren. Das wäre irgendwie ganz praktisch. Spring mal darüber direkt. Sie kann doch auch stoßen, oder nicht? Warte mal. Ah nee, das kann sie nur in meinem anderen... Ah, warte mal, doch, warte mal. Sie kann das hier machen. Erschütternder Hieb. Rettungswurf gelungen. Schade. Gleich mal Tänzeln aktivieren. Boah, warte, ich weiß, was wir machen, glaube ich. Ich weiß, was wir gleich mit Gale machen, wenn Gale noch kann. Der kann hier die Donnerwoge machen, auf Stufe 2. Dann kann er nämlich versuchen, den runterzukicken, warte. Ja, okay, der steht da geschützt, das ist natürlich blöd. Warte, da? Nee. Ja, so könnte er ihn da oben hinkicken, ja. Dann wäre er zumindest nicht ganz so nah dran. Machen wir das mal. Hat leider nicht geklappt, schade. Ja, da wird er den Gale jetzt gleich down schlagen wahrscheinlich. Warte mal, dann geh mal lieber hier noch vor ein bisschen. Und mach mal nochmal hier dieses Geschoss einfach.
lenkendes Geschoss. Erstmal Damage dealen und dann erstmal gleich direkt noch selber heilen. Vielleicht geht er auch erst auf die angeknacksten. Das kann auch sein. Müssen wir mal gucken. So, du kannst mal direkt... Kannst du einschlafen zaubern zufällig auf den? Zu viele Trefferpunkte. Schade. Warte mal, geht das vielleicht noch... Nee, geht nicht auf einer höheren Dings. Was haben wir hier? Lachen. Lachen könnte funktionieren, aber nur mit 40%. Ich probiere es trotzdem mal. Schade. Lachen hat nicht funktioniert, aber Lachen ist doch die beste Medizin. Das war so gut. Glück. Glück. Okay, war... Weiß nicht, ob das jetzt so glücklich war. Sah irgendwie nicht so glücklich aus meiner Perspektive. Aber man weiß es immer nicht. Mach mal einen normalen Angriff vielleicht. Oder nee, warte, mach noch mal das hier. Oder nee, warte, mach noch mal das hier. Wow, hoho, nice. Nice, nice. Baby, baby, nicht schlecht. So, wie der hier guckt auch. Gut. Okay, jetzt nur noch ein bisschen Damage machen. Der braucht nur noch 8 Schadenspunkte. Komm, das machen wir jetzt hier mit dem Laser. Mit dem Todessternlaser machen wir das jetzt. Das war so gut. Das war so unfassbar gut. So, jetzt halt. Jemand muss Tarf aufheben. Ah, nee, okay, nee, der steht selber auf. Alles klar. Ach, du meine Güte, sind die alle kaputt. Warte mal, gleich mal hier eine Rast machen. Sind die alle sowas von kaputt? Die können sich nicht mal mehr heilen hier. Was ist das hier nochmal gewesen? Licht. Na gut, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Kann irgendwer noch einen Heilungszauber machen oder sowas? Nee. Aber warte, wenn wir jetzt die Stufenaufstiege machen, dann kriegen die vielleicht neue Zauber. Ich mache mal erstmal bei Laesel einen Stufenaufstieg. Dann ist das schon mal erledigt. Und bei ihr müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt neue Fähigkeiten bekommen. Sieht aber nicht so aus tatsächlich. Nee, keine neuen. Also außer hier dieses Spezialdings. Nebelschritt kann sie machen. Alles klar. So, jetzt warten wir noch. Jetzt machen wir mal bei ihr nochmal einen Stufenaufstieg. Dann kriegt sie vielleicht nochmal neue Zaubersprüche zum Heilen. Oder beziehungsweise wir können die Zaubersprüche nochmal anders auswählen vielleicht. Was haben wir denn hier? Zauber vorbereiten. Guck mal, jetzt können wir hier nochmal ein paar rausnehmen. Stufe 3. Hier vorbereitet. Guck mal, ich würde nämlich gerne mal statt diesem Zauber, würde ich gerne mal so einen Massenheilzauber nehmen tatsächlich. Und dann haben wir ja noch so Dinge wie zum Beispiel dieses Schutz vor Gift oder ja, Befehlen. Sowas ist eigentlich, finde ich, relativ sinnlos. Ich würde gerne mal sowas machen wie Tote beleben. Dann können wir nämlich Leichen wieder zum Leben erwecken und die bleiben dann bis zur nächsten Rast, bleiben die dann an unserer Seite. Das ist ganz cool. Waffen wieder auferstehen lassen haben wir ja schon. Was war denn das hier? Gebet der Heilung? Ja gut, das ist auch eigentlich eine spannende Geschichte. Aber ich glaube, soweit passt das erstmal. So würde ich es jetzt erstmal lassen, tatsächlich. Das war mit Untoten sprechen. Nee, das passt genau. Machen wir es mal so. Zombiebär, genau. Ein Zombiebär. Kann sie das jetzt schon einsetzen? Ah, sie kann das jetzt schon wirken. Siehst du das? Hier, genau. Das ist es nämlich. Aber Massenheilung braucht man jetzt eigentlich nicht. Lieber dann vielleicht ein Gebet der Heilung machen. Jawohl, guck mal, das hat alle nochmal richtig hochgepusht jetzt. Vielleicht sollte ich auch mal speichern. Warum hat Tarf jetzt eigentlich nicht gelevelt, frage ich mich. Wie viel braucht der noch? Der braucht noch... Was? Der braucht nur noch 12? Nur noch 12 Erfahrungspunkte. Der muss noch einen Stein aufheben oder so, keine Ahnung. Und dann hat er auch sein Level ab. Der muss auch einen Stein umdrehen. Stein im Brett. So, jetzt müssen wir mal bei... Oh, Gail hat neue Zauberplätze bekommen. Okay. Wie wär's denn mal mit einem Feuerball? Und vielleicht auch mal... Guck mal, der kann auch Untote wiederbeleben. Aber das hat ja jetzt schon... Schattenherz hat das jetzt ja schon. Also das hat immer im anderen Spielstand, hat mir das immer... teilweise den Hintern gerettet, weil die Gegner nicht durch diese Dolchwolken durchlaufen. Und damit kann man schmale Durchgänge mal ganz gut blockieren. Solange halt die Konzentration der Figur anhält und der Dolch, die Dolchwolke bestehen bleibt. Das ist natürlich eher sinnlos in offenen Gelände, wenn die drumherum laufen können. Aber in engen Durchgängen ist das eigentlich perfekt immer gewesen. Da konnte man die immer davon abhalten, an einen ranzulaufen. Ich glaube, ich mache das mal tatsächlich.
Dolchwolke und... Ja, und halt den Feuerball. Der Feuerball ist auch ziemlich geil eigentlich. Was auch cool ist, ist der Schneesturm. Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich glaube, das passt aber so. Und bei Zauber vorbereiten, was haben wir da eigentlich nochmal drin? Die Nebelwolke. Hier hätten wir auch nochmal die Dolchwolke, ne? Das magische Geschoss, da haben wir ja das hier. Das ist mindestens genauso gut eigentlich. Schlafen ist eigentlich auch gut. Donnerwolke, nee, das passt eigentlich so. Lassen wir es mal so. Ausgezeichnet. Gut, dann speichere ich nochmal. Jetzt haben wir ja alle gelevelt, nicht wahr? Bis auf Tarf. Überschreiben wir mal den Spielstand. Bis auf Tarf haben alle gelevelt. Oh, genau, das wollen wir noch mitnehmen hier. Da müssen wir ja im Grunde wirklich eigentlich nur noch einen Gegner finden, den wir noch platt machen können. Dann ist Tarf auch noch gelevelt. Das wäre doch mal ganz nice. Und dann können wir doch nochmal, vielleicht nochmal nach oben uns teleportieren. An die Obea-Fläche. Und dann vielleicht da mal noch probieren, diese andere Quest noch zu machen. Was ist denn das hier eigentlich? Hier ist ein Korb. Da hat wohl einer Pilze gesucht irgendwie. Warte mal, was ist das hier? Hier geht's nach oben. Das ist hier verbarrikadiert. Das sieht erstmal jetzt... Naja, es sieht aus wie ein Lager, aber ich weiß nicht, da ist irgendwie nichts, keine Ahnung. Huch. Jetzt komme ich mit der Kamera nicht mehr zurück. Wir gehen mal vielleicht erstmal hier lang. Ah, da muss man klettern, okay. Das sieht cool aus hier unten, das muss man wirklich mal sagen. Also, was ist das hier? Oh, da ist eine Kiste. Ah, Gold und Edelsteine. Nicht schlecht. Leider keine Erfahrungspunkte. Was ist das da unten? Zauber vor... Oh. Oh oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zauber vorbereiten bedeutet, das sind die Zauber, die er nach einer langen Rast oder dem Level-Up mit dabei hat. Genau. Das stimmt. Ja, genau. Das habe ich schon verstanden. Habe ich auch genau bewusst so gemacht. Das sind die Zauber, die wir dann... halt nächstes Mal oder halt dann benutzen können halt generell, wenn er halt die regeneriert hat. Was zum Teufel ist das? Das sieht irgendwie komisch aus. Careful. Natur fehlgeschlagen. Even the mushrooms down here can't be trusted. Den Pilzen kann man nicht vertrauen, aber es heißt doch, vertrau dem Pilz. Vielleicht sollten wir da nicht ranlaufen, ich weiß nicht. Hier kann man rüberspringen, wie es aussieht. Wo geht's denn da hin? Da geht's nach oben, okay. Warte mal, geht mal ein Stück zurück, bitte. Alle bitte, genau. Wer kann denn hier Feuerpfeile verschießen? Das kann sie doch hier machen, oder nicht? Ja, guck mal, sie kann mal spaßenshalber einfach mal auf so einen Pilz schießen. Oh, yo, ich merke, warum das gefährlich ist. Man sollte sich von den Pilzen auf jeden Fall fernhalten, so oder so. Also von denen, die leuchten definitiv. Was haben wir denn hier? Swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision, your lifeless body wrapped in fungal tendrils. Yeah. The sovereign is threatening you. State your purpose. Das sind Pilzwesen. Auf den Parasiten konzentrieren und Verbindung mit dem König aufnehmen. Die Wahrheit über den Parasiten sagen. Du bist nur auf der Suche nach Behandlung unterwegs. Ich bin auf Reisen und suche das Abenteuer. Motiv erkennen. Verstehen anstreben. Dich auf das Lied des Königs konzentrieren. Machen wir doch mal das, wa? Das klingt spannend. Ist auch kein besonders schwieriger Wurf. Da machen wir gleich noch als Support nochmal göttliche Unterstützung. Und dann müssten wir... Ja, okay. Das ist wirklich... Das ist ein Selbstläufer eigentlich. Motiv erkennen ist ja, glaube ich, auch eine Spezialfähigkeit von mir. Detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy.
So, so. Ich spüre eure Furcht. Ich spüre deine Furcht. Ich bin hier, um zu helfen. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Die sehen ein bisschen aus wie die Independence Day Aliens irgendwie. So ganz leichte Ähnlichkeit gibt's da schon. Minimal, ja. Die Independence Day Aliens sind vielleicht noch ein bisschen geordneter von ihrem Design, aber irgendwie so das Gesicht so hat so ein bisschen was davon. Was sollen wir jetzt machen? Mit dem Boss reden? Mit Big Boss Ness sollen wir reden. Ist das hier oben der Chef? Oh, was ist denn da los? Das ist mal ein Ding. Oh, da liegt auch noch jemand. Da ist offensichtlich... Ha! Stufenaufstieg. Nice. Was ist hier? Eine Trulla. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the poisoner. Ihr ein Gegengift geben. Nachforschen. Sie ist hilflos. Nachsehen, ob sie etwas Wertvolles dabei hat. Nein, wir geben ihr das Gegengift. Nicht da so lange warten. Wer weiß nicht, dass die dann stirbt. Und nachher kriegen wir eine bestimmte Quest deswegen nicht. Das wäre ein bisschen bescheuert. Die ist bestimmt wichtig. Die liegt da nicht ohne Grund. Ah, Gott. Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Waldgnom. Ah, guck mal, wir sind von einem Blut. Wenn wir uns nicht helfen, wer dann? You're right. Got my own kin need helping as soon as I'm on my feet. I thank you for your help, but I gotta get moving. Cool, das war eine rassenspezifische Sache. Hä, Moment mal. I don't have time for this. My kin need me. Ihre Wunde hat wieder geschmerzt von Schattenherz. Das heißt doch wieder, dass das ein... Das ist doch... Da geht doch wieder was. Ihr könnt niemandem helfen. Was kann ich tun? Seems you're the helping kind. Alright. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Auf was für einer Expedition war euer Clan da? Was wollen die Dwerger denn ausgegraben haben? Schon gut, ich befreie eure Leute, wenn ich kann. Leider müsst ihr sie alleine retten. Was haben sie denn ausgegraben? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. Auf was für einer Expedition war euer Clan? Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. Ah. She's lying. Ah. But our work pays well. Help our clan and we'll make it worth your while. I swear. Überzeugen, ihr lügt. Ha. Oh, 15. Das ist schon ganz schön hoch. Bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja! Bam, zwischen die Augen. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Mhm. Nein, ich verstehe nicht. Erklärt. Und hört auf, auszuweichen. Look. You've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell. I swear it. Ja, ja. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. Schon gut, ich befreie eure Leute, wenn ich kann. Thank you. Vor allem sind doch auch meine Leute. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. Huh. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose.
Not much choice, eh? Bam! Das war doch gut. Haben wir wieder heile den vergifteten Gnomen. Stiefel der Geschwindigkeit. Ja, Junge, was haben wir denn da bekommen? Ja, da wurde gerade auch gesagt, Gale hat keine Schuhe an. Das ist doch mal eine schöne Gelegenheit, um ihm die Stiefel der Geschwindigkeit zu geben. Fersen zusammenklicken. Leicht und flexibel. Das klingt doch gut. Das ist genau das Richtige für ihn, würde ich sagen. Da muss er nicht mehr barfuß durch die Höhle laufen. Ich glaube, das tut ein bisschen weh so bei den ganzen scharfen Steinen. Obwohl, hier laufen wir auf Pilzen rum. So, dann quatschen wir jetzt noch mit dem King, mit Souverän. Seems like a good man. What is the creature? The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you, as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Ich hab Fresh Torge verstanden. A violent vision grips you. Dwegar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. Mm-hmm. I sense your resolve. You will find Dwegar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Vernichtet. I suppose such wicked killers deserve wicked ends. Böse Mörder verdienen ein böses Ende. Warum haben die Dwegar angegriffen? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwegar. The Dwegar seek a gnome. It is a guest. Ihr versteckt einen Gnom auf der Flucht. Sehr lobenswert. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Klar, ich kann diese Dwegar erledigen. Was in allen Höllen habt ihr mit der Leiche gemacht? Vergesst es. Wenn sie sterben sollen, könnt ihr sie selbst töten. Nein, wir machen das hier. An illusion comes over you. A Dwegar, choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. Ah ja. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot, and they are yours. You do the circle a service. We will await word. Nice, meine lieben Freunde. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Wollen wir das noch wissen? Ja, komm, wir fragen mal. We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. Ah. If I die down here, destroy my corpse. Don't worry. I wouldn't hesitate. Sehr schön. Reden wir über etwas anderes. Diese Sporen sind derartig mächtig. Wie kann ich mir dieses Wissen aneignen? You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Das war ja jetzt lustig noch. Gut, dass ich das noch angeklickt habe. Ja, herrlich. Wir haben jetzt auch ein Level up für... Greets you with a harrowing elegy. Wie, was? Cheerless as the new moon. Kleriker, was? Sporen in einer Leiche pflanzen? Was für eine Magie ist das? We breathe life into our enemy's flesh. Hä? Achso. The dead make a fine host for my growing children. Ja, okay, ist gut. Don't worry. I wouldn't hesitate. Wie? Hä? Nee, ist ja irgendwas ganz Merkwürdiges passiert hier gerade. Geht mal da alle weg, bitte, da von dem Souverän. Alle weg von dem Souverän jetzt. Alle zu mir. Ich will jetzt hier das Level-Up für Tarf noch machen. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein hier. Nicht anfassen, nur gucken, kann ich da nur sagen. So, wir haben... den Schurken, genau.
Ich könnte jetzt hier noch eine Klasse hinzufügen, aber das mache ich nicht, weil ich bin eigentlich zufrieden. Und hier können wir einen Zauber rausnehmen, oder was? Raus und rein. Das alte Rein-Raus-Spiel. Und jetzt können wir einen neuen Zauber reinnehmen, oder was? Was nimmt man denn da? Was ist denn das? Schild. Was ist das? Federfall. Vielleicht nochmal so eine Donnerwoge? Was ist das hier? Falsches Leben. erhalte 7 temporäre Trefferpunkte. Rascher Rückzug. Schwer. Wir hätten hier auch nochmal das magische Geschoss. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, noch einen Offensivzauber bei Tav zu haben. Bestätigen wir das mal. Und an dieser Stelle endet diese Folge Baldur's Gate 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Baldur's Gate 3, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.